Aber ganz einfach. Eins, zwei. Was muss ich sagen? Hier rein. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt einen Stock oder irgendwas nach dem Gegenstand, ja, was das heißt. Hier eins, zwei. Jetzt komme ich so wieder vor. Eins, zwei. Diese Bewegung. Eins, eins, pop. Kurz einen Schritt nach vorne gehen. Ganz locker. Erfasst. Eins. Bam. Zwei. Auch hier wieder, ihr seht, diese Doppeltechnik. Ich mache es nochmal ganz langsam. Eins. Zwei. Drei. Saubere Technik. Und wieder stehen. Ich versuche immer, wenn bei mir eine anfasst, ich bin sofort drin. Die Reaktion, die hat man natürlich. Eins, zwei. Eins, zwei. Ist egal, ob rechts oder links. Ja, egal. Auch hier ist wieder wichtig, wenn er gefasst hat, geht einen kleinen Schritt zurück. Bam! Dann bam! Sauber hier rauskommen und schnell wieder zurück. Dann stehe ich wieder ganz ruhig. Locker. Ja, versuchen wir das mal. Aus dem Gleichgewicht. Und wenn er jetzt versucht, mir eine Ohrfeige zu geben, ich bin hier auch wieder drin. Bam! Dann hat er keine Chance. Dann kommen wir wieder auf diese Bewegungslehre. So. Hier fassen. Eins, wir gehen einen Schritt vor. Entweder gehalten oder, ja, wir alles offen können. Eben machen. Liegertag haben wir auch, hier auf dem Boden. Wir haben alles offen. Wichtig ist erstmal einfach, eingehen. Hier erstmal Konzentration, seine Konzentration auf besonderen Wunsch des älteren Herrn. Ja? Guck mal. Hier, ich gehe so mit dem Finger hier rein. Ich mache ihn erstmal flexibel, ich hole ihn. Dadurch habe ich hier eine ganz andere Kraft. Ja? Jetzt gehe ich einfach einen Schritt nach vorne. Entweder kommt der Ausstoß, kann auch hier wieder Rechtsausstoß machen. Ich habe hier einen Hebel, ich habe alle Möglichkeiten. Oder ich würde ihn unten halten, wenn ich jetzt irgendwie gefährlich werde, mache ihn bewusstlos. Ich verlasse ihn nicht. Der kommt wieder schnell zu sich. Guck mal, eins. Fass hier an. Ganz locker, dass er nicht loslassen kann. Hier. Zwei. Guck mal, wieder bei der Technik, was wir vorhin gemacht haben. Ja, das kann man auch mit einem kurzen Stopp machen. Guck mal, ich gehe hier rein. Eins. Zwei. Eine andere Technik. Wir gehen erstmal die erste Technik durch. Eins, hier anlegen. Geht ruhig etwas höher. Aus der Hüfte raus und bin hier gleich im Würgegriff drin. Ja, die zweite Technik nachher. Ja. Dann gehe ich hier rein. Ich habe hier die Hand hier vorne. Eins. Wenn ich will, ist er gebrochen. Ja, das heißt einfach diese Bewegung hier. Und jetzt gehe ich bam, hier aus der Hüfte. Bam. Das ist natürlich jetzt wichtig, dass ich aus, denn die Kraft habe ich nicht nachher. Dann ziehe ich da einmal dagegen nicht weg. Aber gegen meine Hüftkraft kann er nichts machen.